So, Freunde, willkommen zu Next Level, in diesem Fall mit Gaslow. Habe überlegt, ob ich es lasse oder ob ich es mache oder wie auch immer. Und da in letzter Zeit viele Leute aus irgendwelchen Gründen Gaslow sehen wollten, habe ich gesagt, na gut, okay. Im Hintergrund habe ich das Replay schon geladen, wir können direkt reingehen. Bei Next Level geht es ja immer darum, dass wir uns einmal eine Runde angucken, wie ich gespielt habe. Und ich erzähle ein bisschen, warum ich wie gespielt habe. Und naja, Gaslow bin ich natürlich mäßig erfahren, aber wir gucken uns das trotzdem an. Gaslow ist tatsächlich nicht so schlecht, wie die Leute immer sagen. Gerade auf Maps, wo so bestimmte Positionen zu gewinnen oder verteidigen sind, also in diesem Fall die Schreine auf Infernal Shrines, kann man Gaslow durchaus spielen. Dann will man immer die Türme drumherum schon mal aufstellen und sich eigentlich im Gebüsch verstecken und Laser machen. Und ab und zu hat man dann die Wombo-Kombo aus Explodium Charge und der Gravo-Bombe. Das ist eigentlich ziemlich nice. Da wurde ich auch neulich zum Beispiel gestern auf Cursed Hollow hart gecarried von einem Gaslow. Also wirklich, ist ein super Team-Ulti. Aber man ist schon sehr auf das Team angewiesen und man wird das in diesem Spiel auch schön sehen, dass das Teamplay einfach nicht so super funktioniert und wenn das halt nicht klappt, dann hat man mit Gaslow auf jeden Fall auch ein bisschen Trauer. Oder man sagt einfach, okay, ich gehe komplett alleine die ganze Zeit Split pushen. Das macht natürlich keinen Sinn. Ja, wir sehen jetzt, dass ich gegankt werde vom Stitches und Nasibo. Und ich glaube, ah ja, ich dodge die Zombie Wall und setze darauf, dass ich Hilfe kriege und die kommt tatsächlich. Und damit alles in Ordnung. Ja, man kann natürlich, ach so, wir machen ja immer Division auf den Helden, den ich spiele, einfach in dem Fall mit vier Doppelklick, müsste das sein. Genau, weil ich der von der Mitte aus geht das. Also 1, 2, 3, 4. Also hier wäre es dann 1, 2, 3, 4, 5, also beziehungsweise 6, 7, 8, 9, 10. Also mit vier Doppelklick haben wir die Vision von Gaslow. Und links unten sieht man die Abilities und man hat, wie ihr seht, guten Creep Clear natürlich. Mit der Bombe auf dem E. Und man kann dann immer noch den Laser mit dazu machen, aber dadurch, dass ich auf Level 1 mehr Damage geskillt habe, habe ich natürlich besseren Clear auch noch, aber ich habe nicht so viel Mana. Ich glaube, man kann auch irgendein Mana-Talent skillen. Oder nee, man hat nur Cooldown-Reduction, ne? Na gut, dadurch, dass der Schrein ganz oben ist, sage ich jetzt hier, ich bleibe unten, weil ich kann jetzt beim Early Game Fight eigentlich nicht so viel beitragen. Ich könnte da ein paar Towers hinstellen, aber die Gegner haben Lunara, Stitches und Seratul. Das ist für mich schon auch ziemlich gefährlich. Deswegen möchte ich lieber hier Split pushen und das funktioniert auch ganz gut. Gegner sind nämlich keine da und ich kriege hier zwei Tower. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und mein Team könnte einfach oben wegbleiben. Da würden wir tatsächlich einen Vorteil rausziehen. Also, wenn jetzt mein Team sagen würde, wir delayen oben so viel wir können, aber keiner stirbt. Dann wäre das richtig gut. Also auf professionellem Niveau würde das auf jeden Fall so in der Art gespielt, dass man also splittet und zum Beispiel die XP in der Mitte dann auch einsammelt und die Gegner oben nur ein bisschen nervt. Aber zwei meiner Teammates fielen rein. Ihr seht, wir hatten eigentlich ein halbes Level rausgeholt an Vorsprung, aber jetzt wurde eben so viel reingefeedet, dass es dann quasi ausgeglichen ist. Beziehungsweise wir sind noch ein bisschen vorne, aber wir geben natürlich den Punisher ab. Und damit werden die Gegner dann ungefähr ausgleichen können. Ja, ihr seht, ich stelle mal die Tower hin, nicht in Gebäude-Range, sondern nehme erstmal die Creep Wave raus damit. Aber jetzt ist die Creep Wave tot und wir wollen vorrücken. Man baut dann immer mit seinem D die Towers nochmal ab, um noch ein bisschen Cooldown Reduction und Mana zu bekommen. Und ich dachte, ich kriege vielleicht, wenn ich Glück habe, das Vor noch rausgenommen, weil da oben, wie ihr seht, der Schrein immer noch aktiv ist. Wir haben tatsächlich jetzt immer noch ein halbes, dreiviertel Level Vorsprung. Aber ich glaube, jetzt feedet da tatsächlich nochmal jemand rein, was wirklich total ärgerlich ist, weil eigentlich ist das Early Game jetzt sogar gut für uns gelaufen. Auf Level 4 habe ich kleinere größere Cooldown-Reaction? Nee, naja, ihr wisst schon. Weil im Fight tatsächlich die beiden Abilities, die man wirklich gerne treffen möchte, eigentlich die Bombe und die Gravo-Bombe sind.
Und hier auf den Schreinfalz, die Bombe nimmt natürlich dann auch immer, jetzt wo ich das auf Level 1 geschaltet habe, direkt eine ganze Menge Skelette mit, was natürlich auch dann später ganz gut ist. Man kann aber auf jeden Fall auch mehr auf die Türme skillen. Dann, ich nehme jetzt hier sogar den Slow auf den Türmen mit, was wahrscheinlich im Nachhinein ein Fehler war. Ich glaube, ich hätte den Multishot nehmen sollen, also dass mehrere Gegner angegriffen werden, weil das auch nochmal richtig gut gewesen wäre auf den Türmen. Aber in dem Moment hier oder in der Phase hier hatte ich so eine Angst, immer mal zwischendurch von dem Seratul gehatet zu werden und auch von dem Stitches, dass ich dachte, Slow Tower sind richtig klug. Aber ich glaube, war im Nachhinein betrachtet nicht so eine gute Idee. Ich versuche jetzt hier noch das Vor wegzupoken sozusagen, aber das gelingt mir nicht ganz, ein bisschen ärgerlich, weil wie ihr seht, nachdem jetzt da mehrfach nochmal reingefeedet wurde aus meinem Team, ist die XP komplett ausgeglichen. Und der Karazin wird jetzt auch langsam schon sauer. Ja, und leider ist unser Teamplay insgesamt nicht so gut. Also wenn wir später unsere Fights gemeinsam immer machen würden, dann wäre das Ganze auf jeden Fall, würde das Ganze noch ein bisschen besser laufen. Ja, na gut. Also ich pushe einfach weiter die ganze Zeit die Wave hier aus, weil letztlich einfach keine hier unten ist und weil ich versuche, das vor unten rauszukriegen. Und was Besseres gerade nicht zu tun war, mein Team hat zu früh das Hardcamp oben genommen, was echt ärgerlich ist. Das will man jetzt eigentlich gerade oben pushen haben. Also man sieht ja, jetzt gerade ist der Schrein hier unten, da müssen alle hier unten hingehen. Wenn jetzt oben das Hardcamp pushen würde, wäre super für uns, aber naja, ist halt leider nicht so. Die Gegner sind allerdings auch ein bisschen bekloppt und kommen alle nicht hierher. Was dazu führt, dass ich hier ziemlich viele Skelette schon mal for free einsammeln kann. Seratul hat hier jetzt gerade kurz einmal reingeguckt, macht jetzt aber direkt wieder auf den Rückweg. Insofern fühle ich mich da frei, immer weiter Skelette rauszunehmen. Und ich glaube, wenn ich noch ein bisschen weniger Angst hätte, könnte ich hier noch meine Bombe, meinen Explodium Charge immer ein bisschen tiefer reinwerfen. Dann würde ich hier noch ein bisschen schneller die Skelette abfarmen. Aber auch so, aus irgendwelchen Gründen haben die Gegner einfach nicht teilgenommen, kriegen wir den Punisher. Und jetzt sehen wir oben leider das Hardcamp gegen uns pushen, was, ne, wie gesagt, eigentlich ganz smart ist, nur dass die Gegner das viel zu spät genommen haben. Und ich würde tatsächlich jetzt sagen, weil das vor unten so low ist, dass wir das for free kriegen und dann die Keep Wall noch nehmen können. Deswegen schlage ich vor, dass wir unten gemeinsam reingehen. Denke auch im Nachhinein noch, das wäre ganz gut gewesen. Aber wie Ming sagt, oben push das Hardcamp, das muss defended werden. Ist auch nicht ganz falsch. Kann man auf jeden Fall nicht sagen, völlig idiotisch. Aber es halt, ne, muss man sich klar machen, liegt eigentlich nur daran, dass wir vorher zu blöde waren, das Hardcamp selber zu einem günstigen Zeitpunkt zu nehmen. Hier will er mich jetzt hucken, deswegen habe ich meinen Laser abgebrochen und bin zur Seite gelaufen, aber die Sonja hat netterweise eh abgefangen. Und jetzt, also ich hätte halt total gerne, jetzt wo ich Level 10 bin und die Gravo-Bombe habe, wäre ich total gerne mit dem Punisher zu 5 pushen gegangen, weil ich glaube, wir hätten sie wipen und den Keep Wall komplett rausnehmen können. Aber ja, wie gesagt, die Li Ming hatte leider keine Lust. Und das ist die Combo, auf die es dann ankommt mit dem Gaslow. Also ist tatsächlich extrem stark. Wie gesagt, man möchte vorher diese Türme natürlich die ganze Zeit stellen, um ein bisschen so Spam-Damage zu machen. Aber worauf es ankommt, ist die Combo eher auf dem Boden und dann Gravo-Bombe hinterher. Dann kann man, wenn man das vernünftig timet, und das heißt wirklich einfach nur eigentlich E und dann direkt danach, also vielleicht eine Sekunde zögern oder eine halbe, die Gravo-Bombe hinterher. Und dann zieht man die Gegner eben auf diesen Spot zusammen. Also man macht es auf die gleiche Stelle, damit dann die Gegner zusammengezogen werden auf diesen Explodium Charge, um dann da gestunt zu werden. Ja, und wenn das sitzt, das tut einfach saumäßig weh. Und stunt eben die Gegner auch noch zusätzlich. Ja, wir sehen, unser bester Spieler, also auch MMR-mäßig, ist hier der Muradin. Der hat immer zwischendurch auch ziemlich Lust auf Brawlen, leider. Also eigentlich spielt er tatsächlich ziemlich gut. Ein paar Mal bin ich auch mit ihm zusammen unterwegs. Aber er will halt wirklich die ganze Zeit ein bisschen übertrieben viel brawlen. Und also das ist halt einfach eine Situation momentan. Es macht überhaupt keinen Sinn, da zu fighten.
Unser Hardcamp pusht oben. Wir haben die untere Hälfte der Map komplett für uns, weil die Gegner eigentlich oben auspushen müssen. Stattdessen rennen sie da in den Tod 4 gegen 5. Und also zusätzlich ist noch so, wir sind genau nicht Level 13 vor dem nächsten Schrein. Das heißt, wir müssen eigentlich unbedingt uns darum kümmern, Level 13 zu werden, damit wir da mit den gleichen Talenten oben auf den Schrein gefeiert gehen können. Und ja, mein Team feedet halt stattdessen rein. Das fand ich echt richtig ärgerlich. Ja, mit dem Gank habe ich nicht gerechnet. Dachte, die Gegner würden hier oben Punisher machen. Aber ich kriege zum ersten Mal diese Combo ganz gut hin. Also gucken wir uns mal einmal schnell an, einfach, weil das halt die Combo ist, auf die es ankommt bei Gastlo. Und jetzt hier mit, also ist ja nicht so eine chaotische Situation, da sieht man es ganz gut. Also man legt wirklich einfach nur E auf den Boden und macht dann die Gravobombe hinterher. In dem Fall hilft es mir jetzt ja natürlich sogar, dass ich hier diese Slow Turrets habe. Und jetzt, wie gesagt, eh auf dem Boden, Gaslo, Gravobomb hinterher. Und dann kann man auch den Laser machen, wenn man ein bisschen Zeit hatte. Ich hatte jetzt hier nur irgendwie eine Sekunde aufgeladen, aber es machte quasi keinen zusätzlichen Schaden. Aber gut, wir nehmen den Serator raus, jetzt denke ich. Okay, super, dann gehen wir jetzt hoch und nehmen den Punisher, weil einer von den Gegnern ist tot. Leider geht mein Team nicht auf den Schrein. Also, naja, nur mit sehr großer Verzögerung. Und die Konsequenz ist, dass wir viel zu lange brauchen, hier die Skelette zu nehmen. Und das ist besonders ärgerlich, weil es ein Arcane Punisher ist. Und ja, mein Ulti ist, wie wir wissen, raus. Deswegen kann ich eigentlich hier nicht mehr teamfighten. Und die Gegner haben noch alle Ultis. Aber ja, mein Team ist hauptsächlich daran interessiert, da zu brawlen. Ich versuche noch verzweifelt, da so viele Skelette wie möglich zusammenzukriegen. Aber das geht nicht. Und da hinten sehen wir leider auch keinen Brunnen mehr. Und dann ist der Seratul wieder da und nimmt mich raus. Und das restliche Team wird auch komplett abgefarmt. Und ja, da muss man einfach sagen, das ist einfach idiotisch. Das war nochmal schön gemacht von Muradin, der den Seratul noch mitnimmt. Der Seratul ist tatsächlich nicht allzu gut. Ich noch ein Talent vergessen? Jawohl. Das sind jetzt tatsächlich die beiden Talente, auf die es ankommt, so ein bisschen. Also man nimmt jetzt hier einfach die Reichweite. Letztlich auf dem E erhöht man noch deutlich, wodurch man hinkriegt, dass. Also vorher ist es relativ tricky. Man muss das Timing, wie ihr gesehen habt, ja gerade gegen den Seratul ziemlich genau hinkriegen, damit man E into Gravobombe machen kann. Und mit 13 wird es deutlich trivialer, weil man halt mehr trifft. Na gut, wir sind ein bisschen hinten. Und in dieser Situation können wir oben das Fort auf keinen Fall defenden, weil der Punisher zu gefährlich ist. Deswegen macht es Sinn, auf der anderen Seite der Map XP zu soaken. Und wieder mit der gleichen Mission wie vorhin. Man muss das nächste Talent bis zum nächsten Punisher haben. Das heißt, wir haben jetzt hier 2 Minuten Zeit, Level 16 zu erreichen. Und deswegen bin ich jetzt unten unterwegs und versuche da auf der unteren Lane noch ein bisschen Stress zu machen. Aber tatsächlich committen die Gegner ziemlich stark. Und mein Team, muss man sich klar machen, gehen, obwohl der Punisher über der Mauer ist und die Gegner nichts machen können, gehen sie durch die Laser durch in den Gegner rein und sterben. Also wirklich, ist völlig bescheuert, aber gut. Der Punisher ist so gut wie tot, insofern verlieren wir unser Keep eigentlich nicht. Also eigentlich ist hier alles in Ordnung. Jetzt kommt der Stitches hier rumgelaufen, weil der erkennt, okay, wenn ich jetzt nicht noch zusätzlich was mache, dann kriegen wir das Keep nicht, weil, wie gesagt, sie haben keinen Punisher mehr. Und deswegen versuche ich da zu blocken, damit unten mein Karazin wegkommt. Da mache ich nochmal unsere Combo. Unsere Lunara ist hinten allerdings zusätzlich auch noch low, da ist der Seratul dran. Ich glaube, der Seratul, da können wir uns mal kurz angucken. Ach nee, ist die Li Meng tatsächlich. Ich glaube, der Seratul stirbt hier einfach. Gleichzeitig mache ich hier die Combo, um unser Keep zu defenden. Und leider macht es schlicht nicht genug Schaden. Hinten ist der Seratul zwar gestorben, die Li Meng aber auch. Und dadurch sind wir 3 gegen 4. Und ich habe keine Cooldowns mehr, die irgendwas helfen. Der Muradin auch nicht wirklich. Und so verlieren wir tatsächlich das Keep, was echt ärgerlich ist. Kriegen immerhin noch den Kill. Und das Entscheidende, wie gesagt, daran ist, dass wir jetzt eine Chance haben, auf Level 16 zu kommen. Deswegen renne ich auch direkt zur Mitte, um weiter XP zu farmen, sodass wir beim nächsten Punisher wieder mitkämpfen können.
Ach ja, Level 16 werden wir und ja, das ist auch nochmal sehr gut für diese Skillung. Ich meine, es ist ja üblich, dass die Level 13 und 16 Talente sehr gut sind, aber tatsächlich kriegt man hier noch einen zweiten Charge auf dem E, was natürlich super ist. Man macht dann E, Gravobomb E und hat dann eben die Gravobombe, die alle reinsaugt, dann werden sie gestunt und dann kommt noch der zweite Stun von der zweiten, vom zweiten Explodium Charge. Und dann hat man natürlich erstens viel Damage verteilt und zweitens den Gegner ziemlich lang gestunt. So, jetzt ping ich. Ich möchte nicht fighten. Mein Ultimate ist jetzt in 20 Sekunden bereit. Der Muradin engaged entsprechend sofort. Aber der gegnerische Stitch ist Gott sei Dank auch. Muradin pingt jetzt sogar weg. Also, ja, der war tatsächlich ganz vernünftig. Gegner haben ziemlich viele Ultimates gewastet, leider. Hat sich die Sonja ziemlich viel Damage reingezogen und jetzt auch der Muradin, sodass er Avatar ziehen muss, was total bescheuert war. Wir waren da eigentlich komplett safe, hätten einfach weggehen können. Stattdessen fehlen uns jetzt Sonja Ultimate und Avatar, was wirklich ziemlich bitter ist. Und jetzt können wir eigentlich versuchen, so einen langsamen Fight zu spielen. Aber Muradin und Sonja wollen natürlich einfach vom Helden her ganz gerne reingehen. Insofern kann ich nicht dieses machen, was eigentlich üblich ist. Hinten stehen und mit dem Laser versuchen, Skelette zu farmen, weil die Gegner einfach viel, viel schneller sind, weil Muradin und Sonja beide nicht mehr draufgehen können. Jetzt mache ich hier nochmal Combo. Der Muradin disengaged allerdings gerade und hinten ist Sonja noch auf der Jagd nach dem Seratul. Aber ich krieg den Rega da und wir kriegen den Kill auf den Rega. Gleichzeitig kommt aber leider der Seratul wieder, der überraschenderweise von dem Chase nicht beeindruckt war und ja, tötet einen nach dem anderen. Oh, die Sonja, da bin ich so getiltet in dem Spiel, dass die Sonja da einfach im 90-Grad-Winkel um den Stitches rum den Speer wegwirft. Na gut, dann ist es am Ende eine 2 gegen 2 Situation, was ein bisschen schade ist, weil es halt echt besser hätte laufen können. Und die Sonja jagt jetzt hier noch den Nasibo, was dazu führt, dass wir wieder nicht schnell genug hier die Skelette sammeln. Muradin dachte, er könnte eine schöne Falle machen, aber die Lunara war zu klug und damit ist der Punisher auch aufzugeben. Die Sonja geht noch down. Der Muradin muss auch nochmal seinen Avatar ziehen. Also es ist echt lustig, dass er am Anfang, also vor dem Fight und am Ende nach dem Fight jeweils den Avatar ziehen muss, sodass wir seinen Ulti nie haben, wenn er ihn eigentlich braucht. Naja, nie Glück. Ja, wieder wie in den zwei Situationen davor auch schon, ist es jetzt wieder so, man möchte gerne bis zum nächsten Schrein Level 20 haben, also das nächste Talent hier erreicht. Deswegen Split pushe ich jetzt wieder. Die Gegner kriegen natürlich das Vor in der Mitte, aber das können wir tatsächlich sowieso auf keinen Fall verhindern. Also wenn ich dabei wäre, würde keinen Unterschied machen. Ich muss nur zusehen, dass ich überlebe. Und deswegen mounte ich und stelle dann fest, shit, Stitch ist schon da. Und hier hätte ich einfach weitergehen sollen, glaube ich. Stattdessen denke ich, ich mache hier Smarty Pants, weil ich hatte ja diese Slow Turrets und so, aber leider waren die Gegner auch Smarty Pants. Vielleicht hätte ich hier noch ein bisschen weiterlaufen sollen. Naja. Was auf jeden Fall immerhin dadurch passiert, ist, dass ich relativ viel Zeit kaufe. Also es ist tatsächlich jetzt ja egal, ob die Gegner noch mehr XP kriegen. Und ich werde bis zum nächsten Schrein wieder am Leben sein. Insofern ist eigentlich alles okay. Mein Team muss nur zusehen, dass sie weiter XP soaken. Dass jetzt gerade keiner oben XP soakt, ist ziemlich dämlich. Weil wir wollen ja Level 20 werden. Das ist das Einzige, was jetzt wichtig ist. So ein Vor hier defenden werden wir sowieso nicht können mit Level 19 gegen 20, schon gar nicht, wenn ich tot bin. Also wäre das Wichtigste jetzt hier oben XP zu sammeln. Oder von mir aus das gegnerische Hardcamp stehlen, das wären die beiden Sachen, die mir einfallen würden, aber letzteres ist ein bisschen risky, während in unserer Base die XP mitnehmen, ja, überhaupt kein bisschen risky ist, einfach nur in der Nähe sein wäre da nötig gewesen. Und ein bisschen ärgerlich, dass wir da was liegen gelassen haben.
Und in der Konsequenz, wie Ming jetzt auch da oben mit beschäftigt ist, während hier unten eigentlich zu defenden ist. Also ist timingmäßig auch unglücklich. Das Problem ist aber insgesamt, dass wir wahrscheinlich nicht ganz Level 20 werden, bis der nächste Schrein aktiviert wird, wenn wir nicht noch irgendwie ein bisschen was wagen. Und das heißt in dem Fall hier eigentlich das Hardcamp nehmen. Ich möchte jetzt hier nicht direkt nochmal wieder reinfeeden, deswegen lege ich nur direkt meine Charges und ein Türmchen und hau ab. Mein Team geht jetzt aber Richtung Hardcamp, wo man von ausgehen kann, dass die Gegner da wahrscheinlich sein werden. Ah, die sind Level 20, insofern jetzt ist es auch kein Problem. Wir kriegen tatsächlich die Lunara genau nicht rausgenommen, leider. Äußerst ärgerlich. Ja, und der Nasibo Spam Damage ist echt unangenehm, aber wir kriegen den Seratul Kill. Und jetzt wieder so eine krasse Idiotie. Der Schrein ist aktiv, ja? Der Schrein ist aktiv. Der Seratul ist für 60 Sekunden tot. Das ist eine Situation, wo das Spiel eigentlich gewonnen ist. Weil das ist die Lane, auf der die Keep Wall schon angeschlagen ist. Wir haben Level 20 gegen 20. Mit dem Punisher kriegen wir mindestens das Keep. Und wenn wir einen Fight gewinnen, kriegen wir Core. Das heißt, das Einzige, was man jetzt machen muss, das Einzige, was man sicherstellen muss, ist: Komm, Team, wir machen zusammen diesen Schrein. Was passiert ist, Nimeng und Muradin wollen gerne da oben das Camp erstmal noch machen. Was natürlich dazu führt, dass hier unten in Wirklichkeit die ganze Zeit 4 gegen 4 ist. Nimeng kriegt natürlich das hin, kein Problem. Ich denke, sie muss danach porten, was natürlich dämlich ist. Und wenn die Gegner jetzt wüssten, dass wir oder checken würden, dass wir hier nicht zu fünft sind, oder wenn sie einfach nur sagen würden, ey, wir verlieren, wenn wir das nicht contesten, lass mal versuchen, dann wären wir jetzt hier richtig am Arsch. Machen die Gegner nicht. Die Ming teleportiert tatsächlich raus. Ihr seht, Gaslow fängt an zu pingen. Bitte nicht chasen, weil die Gegner haben tatsächlich gerade das Hardcamp auch oben gemacht, also beide Teams bekloppt. Was wir auf jeden Fall kriegen, ist diese Skelette auf dem Schrein. Einfach nur hier bleiben. Was natürlich Sonja und Muradin machen, ist: Activate the Chase! Weil, muss man sich nochmal klar machen, wenn wir hier weiter hinterherlaufen, sind wir da in einer 4 gegen 4 Situation, weil die Li Ming hier ist. Deswegen laufe ich da nicht mit hinterher. Dann gibt es den Hook gegen die Sonja. Sie aktiviert Harden Shield. Harden Shield läuft aus und in dem Moment, wo es ausgelaufen ist, geht sie wieder von sich aus rein. Jetzt sind sie hier in einer 3 gegen 4 Situation, weil zwei Leute auf dem Schrein sind. Wenn ich mitgelaufen wäre, wäre Li Ming trotzdem auch nicht da und sie werden vernichtet. Da muss man kein Prophet für sein, um das zu verstehen. Pawn geht raus. Das heißt, defensiver Cooldown 1 ist raus. Harden Shield ist raus. Zweiter defensiver wichtiger Cooldown ist raus. Und was wir noch haben ist. Warte mal, was ist hier? Ach, Harden Shield auf dem Muradin ist auch schon raus. Das heißt, in der Situation, wo wir eigentlich 5 gegen 4 sind und for free den Punisher kriegen, verlieren wir alle unsere defensiven Cooldowns und sind trotzdem noch low auf dem Tank, auf dem Melee Assassin und auf dem Supporter. The Dream. Seratul ist immer noch nicht respawned, das heißt, eigentlich geht es uns immer noch gut. Was wir immer noch machen können, ist einfach uns zurückziehen und den Punisher holen. Und dann warten und pushen. Weil, und das ist jetzt sozusagen der Clou der Geschichte. Das Problem bei Gaslow und warum er nicht so viel gespielt wird, ist, dass er sowas halt gut kann. So einen Schrein einnehmen, die Skelette nach und nach abfarmen. Er kann sogar hier so eine Mauer bauen aus Türmen. Ist tatsächlich nicht schlecht gegen Stitches, um die Hooks zu blocken. Also man kann stationär viel machen, aber in so eine Chase-Situation mit reinrennen, wenn man nicht auf 13 Sprint geskillt hat, ist quasi völlig unmöglich, weil diese Kombination, das Einzige, was er quasi im Teamfight beitragen kann, Explodium Charge into Gravo Bomb oder andersrum, wie man es sehen will, Cast-Reihenfolge oder was dann tatsächlich passiert. Diese Combo, die kann man nicht bringen, wenn man den Gegner hinterherlaufen muss. Das heißt, selbst wenn ich direkt mitgelaufen wäre, ich hätte da nichts machen können, außer zwei Türme hinstellen. Also es ist völlig Banane, was diese Leute hier machen. Und eigentlich ist auch sogar Banane, dass ich jetzt überhaupt in die Richtung laufe und versuche, ihnen zu helfen. Was wahrscheinlich trotzdem das Beste wäre, wäre einfach den Punisher sichern. Aber gut, ich gehe stattdessen mit hin.
und versuche sie zu retten mit meiner Gravobomb into E-Combo. Gleichzeitig versuchen wir, den Stitches rauszunehmen, der Harden Shield leider noch abhat. Der Karazim ist auch schon so gut wie tot. Die Combo trifft nichts. Wie gesagt, in die Geschichte reinlaufen nicht so geil. Ihr defensiver Cooldown, Ancestral Healing, geht noch raus und heilt den gegnerischen Tank wieder voll. Der trifft den Hook auch noch und wir verlieren den Fight. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist versuchen, den Punisher zu kriegen, damit wir nicht komplett sicher verlieren. Das gelingt mir tatsächlich. Aber die Gegner sind leider klug genug und laufen jetzt einfach oben durch und machen Core. Was vielleicht zu verhindern wäre, wenn der Muradin jetzt hier das Hardcamp und die Katapulte auspushen würde, weil hier, wie ihr sehen könnt, noch Leute defensiv aktiv sind. Und wenn sich der Muradin da zeigen würde, denke ich, wären die Gegner vielleicht da auch demoralisiert. Aber der Muradin ist leider AFK. Deswegen können wir es unmöglich verteidigen, weil die Katapulte am Leben bleiben und natürlich gleich ordentlich Schaden auf den Chor machen und der Gegner quasi eingeladen wird. Gogo macht unseren Chor kaputt. Wir sind eh AFK. Naja. Also, um das nochmal zusammenzufassen, Gaslow ist ein bisschen unterschätzt. Also es kann man noch, also man muss nicht voll Tilt auf jeden Fall instant gehen, wenn Gaslow gepickt wird. Man kann mit Gaslow auf einigen Maps tatsächlich ganz gut gewinnen. Aber man muss sich klar machen, es ist so wie bei Sergeant Hammer. Man möchte an einer bestimmten Position kämpfen, da wo der da seine Türme aufgebaut hat. Und man möchte, dass der Gegner möglichst in einen reinläuft, damit der gut da seine Combo machen kann. Man möchte nicht den Gegner chasen, dem Gegner hinterherlaufen wie bekloppt und versuchen, irgendwo am Ende der Welt zu kämpfen, weil da kann der Gaslow unmöglich folgen und er kann vor allem weder den Schaden seiner Türme einbringen, noch seine Combo treffen. Das heißt, in anderen Worten, er kann nichts machen, außer mit Sprint-Auto-Attacks. Das wäre vielleicht noch eine Option, das macht aber keinen Schaden. Das heißt also, wenn man mit Gaslow spielt, nicht tilten, sondern beim Gaslow bleiben, bei seinen Türmen und weiß nicht, Burgverteidigung spielen. Na gut, aber man muss sich auch wirklich klar machen, mit Gaslow momentan zu gewinnen, ist nicht ganz einfach. Insofern ist es schon so, dass man wahrscheinlich eher die Wahrscheinlichkeit, ein Spiel zu gewinnen, negativ beeinträchtigt, wenn man Gaslow pickt. So viel dazu, das war Next Level zu Gaslow und ja, ich mache kurz Werbung und dann machen wir weiter mit Solo Queue.